Gladbach tut sich was. Das Debüt. Kelechi Iheanacho. Und Mark O'Brien geht raus und es kommt Riyad Mahrez, der so eine sensationelle Saison hatte, so wie eigentlich jeder in der Meistersaison 2016. Oh, Vardy wäre da vorne frei. Iheanacho, links ist Vardy. Iheanacho spielt ihn rüber und das ist das Tor. 2-1 Leicester City. Hinten war nur noch Ginter. Benesch kommt zu spät. Iheanacho will natürlich in seinem ersten Spiel seinen Kollegen direkt nachlesen. So aber dann ist der Ball auch wieder futsch. Wir schauen drauf. Iheanacho. Sieht aber so aus, als würde Amati. Hier sehen wir nochmal die Aktion. Benesch. Fünfeinhalb Minuten noch. Ich gehe davon aus, 10 Minuten. Aber wir sind ja auch beim Test. Aber noch haben wir regulär 5. Also nochmal 4 Minuten Zeit für die Fohlenelf, hier noch ein Unentschieden mitzunehmen. Wenn jetzt nicht Mahrez was einfällt. Üben. Evo. Kann auch mal aus der zweiten Reihe. Versucht er. Befürchte aber. Nicht. Die Viererkette steht, wie es aussieht. Aber ich glaube, Leicester City besiegt Borussia Mönchengladbach mit 2-1. Wir haben hier ein wirklich packendes Spiel gesehen, das muss man sagen. Das war ein Testspiel, das Lust gemacht hat auf die kommende Saison. Leicester City, das hat man den Jungs angesehen, wollte hier unter keinen Umständen die Saisoneröffnung abschenken. Nach dem 0-1, dieser tolle Treffer von Thorgan Hazard, hat man der Elf von Craig Shakespeare angesehen, dass sie die Fans hier. Für die Engländer geht es jetzt nächste Woche Freitag nach Arsenal.